Hallo Leute, willkommen beim LS22 Ackern wie Gott in Frankreich. Werde ich diesem hohen Anspruch gerecht als deutsche Auswanderin im schönen Oberlin? Dies ist Teil 73. Gerade hat ein Kubota-Händler bei mir angerufen. Und er hat gesagt, er hätte veranlasst, dass bei dem Landmaschinenhändler 3 Kubota-Fahrzeuge auf mich warten, die er mir zur Verfügung stellt, damit ich die Marke Kubota hier in der Gegend einführen kann, damit ja die anderen Bauern einfach mal sehen, aha, man kann Kubota benutzen, so ähnlich wie ich das mit den Zwergentraktoren gemacht habe. Und jetzt gehen wir doch gleich mal gucken. Ja, ich denke mal, Kubota will jetzt den europäischen Markt so richtig erobern. Denn in Amerika sind die ja offenbar schon ziemlich bekannt. Und hier eher noch so Nische, aber es soll schwer im Kommen sein. Ja. Und ich habe natürlich ihm auch gesagt, was ich gern haben will. Also das ist jetzt nicht so das totale Überraschungspaket, was da auf mich wartet. Aber es ist dann natürlich nochmal was anderes, wenn man die Geräte tatsächlich kennenlernt und benutzen kann, als wenn man sie auf einer Webseite sieht. So. Ich sehe es schon grün leuchten. Das ist hier der kleine Anhänger, den ich noch nie benutzt habe. Aber vielleicht kann ich den mal mit auf den Hof nehmen bei der Gelegenheit. Da! Ja, es gibt ja noch viel mehr Fahrzeuge von Kubota. Aber ich habe mich hier für diese 3 entschieden. Und zwar erstmal das Prachtstück, der M8. Der große Prunktraktor. Mit 200 PS, naja, es ist immer noch ein gerade mal Mittelklasse-Traktor, aber 200 PS, damit ist er das stärkste Pferd in meinem Stall. Ich werde aber wohl demnächst mal noch einen deutlich stärkeren Traktor brauchen. Gut, aber ich denke mal, den werde ich viel benutzen können, diesen M8. Ich habe ihn auch mit Frontladeranschlüssen mir geben lassen. Aber noch kein Frontlader dazu. Ich dachte mir, kann ja schon sein, dass ich das mal brauche mit Frontlader. Gut. Dann haben wir hier den kleinen Flitzer. Und zwar hier mit 3-Punkt-Aufnahme. Das heißt, den kann ich sozusagen wie einen Trecker nutzen. Also natürlich nicht so ganz, aber so ein bisschen. Hat 48 PS immerhin und fährt 60 Stundenkilometer. Der andere, der größere, der ist schwächer. Der hat nur 25 PS und langsamer. Glaube ich nur 40 Kilometer oder so. Darum habe ich mich für den hier entschieden. Ja, der steht schon länger da und wartet auf Mitnahme. Und dann wollte ich noch einen Kompaktlader haben, nach dem Motto, ja, kann ja schon sein, dass ich ab und zu mal Paletten transportieren muss oder so. Gut, ich würde sagen, die fahren wir jetzt mal so nach und nach heim. Aber erstmal ein Erinnerungsbild. So, sieht das so gut aus? Nein, besser hier mit dem Kubota. Also mit dem Großen im Vordergrund. Der Hintergrund ist natürlich so ein bisschen unruhig, aber... Ja, jetzt habe ich hier auch noch eine Hand. Die kann ich jetzt ja gar nicht gebrauchen. So ist besser, ja. Ach, toll. Immer wenn ich die Alt-Taste drücke. Na gut. Setzen wir uns mal rein. Gucken mal. Ja. Schöner Traktor.
Ja, das ist nicht nur der größte Traktor, den ich habe, sondern von den etwas größeren auch der modernste. Bei modernen Traktoren habe ich ja bisher nur so kleine Zwerge. Und das ist jetzt der erste richtige Traktor, der auch noch modern ist. Jo. Gut, da kann ich meine zahlreichen Getränke gut abstellen. Wunderbar. Und dann fahren wir den mal nach Hause. Ja, kann er sich hier gleich auf der Hoppelstrecke bewähren? So. Na, ich denke mal, den werde ich schon recht viel benutzen. Fährt auch 53 Stundenkilometer. Damit ist er, glaube ich, auch mein schnellster. Die anderen fahren, glaube ich, alle nur 40. Also ich denke mal, den werde ich schon ziemlich viel benutzen. So. Und jetzt nehmen wir hier den kleinen Pseudo-Fast-Schon-Traktor. So. Ja, der wird jetzt bestimmt hier gleich fliegen. Ja, ein bisschen ist er geflogen. Der ist flott unterwegs. Ich meine, diese Kombination aus einer gewissen Traktorfunktion und aber über 60 Stundenkilometer finde ich schon ganz gut. Ich habe ja sonst hier diesen... den da. Der ja auch so ein bisschen ähnlich ist. Aber auch wieder anders. Ja, der hat immerhin auch eine normale Anhängerkupplung. Aber... ja, fährt nur 32 und hat, glaube ich, auch nur sehr wenig PS. Da ist der, glaube ich, schon, sagen wir mal, vielseitiger einsetzbar. Und wo packe ich jetzt diesen Mini-Anhänger hin? Den ich mir irgendwie angeschafft habe, weil ich ihn so niedlich fand. Aber den ich wohl nie brauchen werde. Ich fahre ihn mal da in den Unterstand. Neben die Ballenpresse. Also es kann auch sein, dass ich hier auch diesen, dieses UTV, so steht es irgendwie. Also entweder RTV oder UTV. Hier mal gucken. So. Autos. Da RTV ist, steht bei der Produktbezeichnung und bei der... Beschreibung von dem Pack stand was von UTV, das ist wohl Utility Vehicle oder sowas. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Mit diesen Dingern kenne ich mich nicht aus, aber ich finde es sehr lustig. Und der Spitzname ist Sidekick. Sidekick, das kann ich mir merken. Das ist so wie Super Tigre. Der Sidekick. Jetzt habe ich hier lauter solche lustigen Fahrzeuge. Aber ich werde bestimmt mal mit meinem Sidekick grubbern. Dann kann der Toni und der Sidekick um die Wette grubbern. So. Und jetzt holen wir noch den letzten. Ne, bis ich sie erstmal alle durch habe. Jawohl. Die Kompaktladergabel musste ich natürlich extra dazu kaufen. Die gibt es auch nicht in Kubota-Rot, sondern in Rot-Rot. Ah, ja, interessiert mich mal. Findet ihr diese Kubota-Farbe Rot oder Orange?
Also so wie sie jetzt ist, finde ich sie rot, ganz eindeutig. Finde ich sie überhaupt nicht orange. Aber es gibt so Lichteinfälle, also sagen wir mal hier, da dieses, diese Strebe in dem Licht, sieht die schon ein bisschen orange aus. Ja, darum habe ich mich jetzt mit mir geeinigt, das als rot-orange zu bezeichnen. Aber ich finde es eher rot als orange. Und ich glaube aber, dass das jeder ein bisschen unterschiedlich sieht. Und darum frage ich euch auch. Weil das ist ja schon eine, ja, sagen wir mal, persönliche Einschätzung, wo die Grenze zwischen Orange und Rot ist. Also die Bäume hier finde ich eindeutig orange. Und ich meine, eins ist klar, das ist ein Rot, das relativ viele Gelbanteile hat, auf alle Fälle. Also kein reines Rot. Weil ich habe von manchen auch schon gehört, die sagen, ja, Kubota ist orange. Das finde ich aber nur zum Teil. Aber ich denke mal, das ist trotzdem richtig. Na, da freut sich aber einer, dass er an uns vorbeifahren konnte. So, jetzt muss ich hier natürlich mal wieder einen Teil der Produktion. Ah, nee, muss ich nicht. Ich wollte gerade sagen, einen Teil der Produktion auf manuell stellen, also auf behalten stellen, dass das hier ausgeworfen wird. Aber offenbar haben wir das schon. Ja, dann kann ich ja hier meinen Kompaktlader benutzen. Und ja, ich kann die auch mit der Hand nehmen, aber dann hat ja mein Kompaktlader nichts zu tun. Der dreht ungeheuer leicht. So. So. Bestimmt werde ich nicht immer mit dem Kompaktlader verladen. Aber jetzt ein paar Mal. Und ab und zu mal. So. Jetzt bloß nicht zu schnell drehen. Ich neige immer dazu, die Sachen da rauszuschleudern. Na, da kommt schon das nächste. Na, das ist doch schon mal sehr lustig, finde ich. So. Jawohl. Sehr gut. Jetzt setzen wir uns hier mal rein und gucken mal, wie das innen drin aussieht. Ja, sagen wir mal, sehr übersichtlich. Ich glaube, hier würde ich Platzangst kriegen. Hier würde ich nach einer halben Stunde einen Schreibkrampf kriegen. Wie gut, dass ich nicht in echt mit dem fahren muss. So, ich musste auch noch, also ich werde hier gleich noch weitermachen, aber erstmal sollte ich die Grasernte beginnen oder weitermachen? Ich guck mal hier auf der Karte. So. Gras anschalten. Okay, hier ist erntereif. Ja, wie war das? Feld 38, 39 Gras ernten. Das ist hier. Ja, dann machen wir da doch die Grasernte. Und auf den anderen Feldern 37 und 42 muss ich kalken und düngen. Und hier muss ich dann auch kalken und walzen.
Dann mache ich die Zeit gleich mal langsamer, denn es gibt viel zu tun. Okay. Dann würde ich sagen, den fahre ich jetzt mal irgendwo. Ja, wo ist noch Platz? Ich merke schon, hier auf diesem Traktorsammelhof brauche ich in absehbarer Zeit einen zusätzlichen Unterstand. Ich habe einfach zu viele Fahrzeuge und mit jedem Pack kommen ja welche dazu. Naja, vielleicht kann ich den hier und den Steier irgendwann auch mal verkaufen. So, aber es werden wohl trotzdem bestimmt immer mehr werden. So, Mähwerk und Ladewagen. Und der Ladewagen ist immer noch hier der kleine. Ja, der Klaas ist ein normaler Hänger. Und ich will mit dem Gras hier ja auf, wie heißt es, auf Fast Bale umstellen. Weil ich der Überzeugung bin, dass man dann weniger selber auf, eingreifen muss. Und dann ist es für euch nicht so langweilig, wenn ich immer, immer, immer Gras ernte. Dann läuft das so nebenbei. Und das Geld fließt rein. Damit ich mir auch mal unabhängig von neuen Packs ein paar neue Trecker kaufen kann. Und neues Land. Und dergleichen. So, und wir müssen hier die Weinreben beschneiden. Also, heute wird ein arbeitsreicher Tag. So. Ja. Der Kubota im Einsatz macht er ganz prima. Fährt sehr schön geschmeidig. Gut. Du willst auch was tun. Ja. Kalken müssen wir. Kannst du kalken? Das kleine Dingelchen. Ich habe ja schon mit dem Toni gekalkt. Also müsste das eigentlich gehen. Nein. Okay, okay, es geht nicht. Nun gut. Wir werden schon noch was anderes für ihn finden. Helfer G hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das glaubst du doch selber nicht. Meine Traktorsammlung. Du hast mit der Arbeit gerade erst angefangen. Aber das denken die an der Stelle oft. Das ist fast jedes Mal so. So. Ich meine, für das Wein schneiden hätte man natürlich jetzt auch den kleinsten von Kubota nehmen können. Aber wir haben schon so viele weintaugliche Geräte. Was mache ich jetzt als nächstes? Ah, ich muss mit einem Traktor kalken veranlassen. Nehmen wir den. So.
Reicht das? Ich hoffe ja. Ich lasse erstmal dieses Feld machen, weil dann kollidiert das nicht so leicht mit dem anderen Feld. Aber dann haben wir das Kollisionsproblem natürlich später. So. Reicht das so? Ja, okay. Ah, schief. Ich denke mal, da hätte ich besser gestern gekalkt. Ah, ich muss auch weiter nach links fahren. Gut. So, besser. Noch weiter nach links. Aber jetzt. Tja, irgendwie den Rand mag er nicht kalken. Naja, ich hätte wohl noch weiter nach links fahren müssen. Aber ich lasse ihn das jetzt mal so machen. Ich hoffe, er kommt mit den Bäumen klar. Gut. Und ich muss jetzt noch natürlich mich da um die Produktion kümmern. Und Düngen kommt auch noch, aber erst später. Jetzt gucke ich mal, wie weit der Helfer ist. Reinhüpfen. Komm, zack. Ja, 17.000 Liter hat er schon. Aber ein paar Minütchen geht noch. Okay. Dann verladen wir hier noch eine Fuhre. So. Ja. Ich habe den übrigens mit diesen Heckgewichten mir geben lassen, damit der von schwereren Lasten nicht so leicht nach vorne gekippt wird. So. Na, das hat doch richtig ordentlich Geld gegeben. Wieder immer sofort was nachspawnt. Ja, das ist das ganze Popcorn von dem Maisfeld. Das ist doch gut. So. Na gut, das trage ich dann von Hand. Und ich muss mich bestimmt auch gleich um den Ladewagen kümmern. Ja, das war jetzt nicht so viel. Das Popcorn ist halt super leicht. Und Mais ist sowieso eher preiswert.
Und darum bringt eine Palette Popcorn nicht so viel, aber man kriegt viel Popcorn. So. Ah, jetzt ist er voll. Gut. Lassen wir die Bahn fertig fahren. Ach ja. Das ist besser als so eine angebrochene Bahn. So, und jetzt fahren wir die aber bis zum bitteren Ende. Mähtechnisch meine ich. So. Und hoch die Tassen und ab ins Fermentersilo. So. Na, von unserem kalkenden Helfer hört man auch nichts mehr. Entweder läuft alles vorschriftsmäßig, dann ist ja gut. Ja, oder er hat sich irgendwo verfangen. Mal gucken. Man, da hätte ich besser andersrum getippt. Ah, er ist gleich fertig. Okay, dann lassen wir ihn einfach mal arbeiten. Oh, und hier gibt's Öl. Ist das das erste Olivenöl? Das müssen wir mal gucken. Erstmal hinfahren. Ja, nee, Canola, Rapsöl. Super, super. Naja, jetzt wo Speiseöl so knapp geworden ist, kann man damit ein kleines Vermögen verdienen. Mit dem selbstgepressten frischen Öl vom eigenen Hof. Vorsichtig, vorsichtig. Das wird jetzt bestimmt ein ordentlicher Betrag, hoffe ich doch. 6000? Ja, das ist okay. Und Helfer I ist fertig. Das ist bestimmt unser kalkender Helfer. Und ich glaube, ich hätte den besser das andere Feld zuerst machen lassen. Denn jetzt, oder am Anfang war ja der Ernter noch ziemlich weit da hinten bei dem Weinanbau. Flupp. Aha. Da hätten die sich nicht gestört. Jetzt muss ich hier sogar noch selber ein Stück fahren. Und jetzt kommt der Erntetrecker aber immer näher ran an das andere Feld. Also da habe ich irgendwie falsch nachgedacht. Und ich hätte wissen müssen, dass der Kalkhelfer sehr viel schneller ist als der Erntehelfer. Na, vielleicht kriegen wir das trotzdem geregelt, ohne allzu große Kollisionen. Ob der kleine UTV wohl Dünge streuen kann?
Ich glaube eher nicht. Da kippt der bestimmt auch um. Aber für irgendwas werde ich ihn schon benutzen können. So. Reicht das? Ich glaube, das Feld ist kleiner da hinten. Dann füllen wir das nachher auf. Und hier der Erntehelfer ist immer noch relativ weit weg. Wahrscheinlich kommen wir irgendwie durch. Das ist ja auch recht schnell erledigt hier, das Kalten. So. Ja, zu früh angeschaltet. So. Dann flitzen wir gleich mal wieder hier zu unserer Ernte. Oh, der ist noch nicht wieder voll. Sehr gut. Ja, erst 15.000 Liter. Das geht ja noch. Okay. Ich würde sagen, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht's hier weiter. Wir müssen dann auch noch, ja, eifrig weiter kalken und düngen und walzen vor allem. Ganz wichtig, dieses Feld hier muss gewalzt werden, gedüngt erst morgen. Und dann müssen wir die Weinreben schneiden. Es gibt also jede Menge zu tun. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.